Am 19. Oktober 2013 bieten Marc Engelhardt und Ronald Krenz in unseren Räumen einen Drupal-Kurs für Anfänger an. Ich habe mit den beiden gehangoutet heute Morgen und hier ist das Ergebnis davon. Tickets und weitere Infos über drupallernen.de. Vielleicht, Ronald, kannst du dich erstmal ganz knapp vorstellen? Ja, mein Name ist Ronald Krenz. Ich mache seit mittlerweile 7 oder 8 Jahren Drupal und helfe hier kleineren und größeren und mittleren Projekten dabei, mit Drupal umgesetzt zu werden. Ja, und bin Freelancer in Berlin. Prima. Und Marc? Ja, ich heiße Marc Engelhardt, bin auch Freelancer für Drupal, komme ursprünglich aus dem Design und habe mich vor einigen Jahren schon auf die technische Seite geschlagen. Und zusammen mit Ronald arbeite ich manchmal gemeinsam an Projekten. Wir haben außerdem ein Jobboard namens Überjobs für Drupal-Entwickler. Und seit letztem Jahr bieten wir Kurse an. Das war's. Ja. Für wen eignet sich eure Kurs? Ja, eigentlich erstmal für alle, die sich für Drupal interessieren. Wir haben gemerkt, wir haben einen großen Teil der Teilnehmer aus dem tatsächlich mit professionellem Interesse heraus. Das heißt, die haben in ihrem Job irgendwie mit Drupal zu tun, steigen da aber erst neu in das Thema ein und müssen sich einfach ein bisschen Wissen drauf schaffen. Und es gibt genauso gut Leute, die schon länger basteln an Drupal-Seiten oder an anderen Sachen und sich so einen konkreten Überblick verschaffen wollen. Also wir wollen tatsächlich Leute erreichen, oder der Kurs ist für Leute, die sich neu mit dem Thema Drupal beschäftigen oder mal so das komplette Einstiegspaket nochmal abrufen wollen oder bekommen wollen. Und sind das eher Sitebuild oder Devs oder Thema oder alle? Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, was sie alles gemeinsam haben, das sind alles Leute, die sich in irgendeiner Form professionell mit Drupal beschäftigen oder beschäftigen wollen oder zumindest einen professionellen Anspruch haben an dem, was sie dort machen. Also es sind durchaus Freelancer, das sind aber auch Leute aus Firmen, aus Festanstellungen, die auch von ihren Firmen dorthin geschickt werden, die einfach mal fit gemacht werden sollen oder die einfach mal gucken sollen, ob Drupal das richtige Werkzeug ist. Und zu deiner Frage, ob das jetzt Devs oder Sitebuilder sind, das sind im Grunde alle. Also wir haben von Administratoren über Entwickler bis hin zu Designern eigentlich alle Gruppen vertreten, weil unabhängig von ihrer späteren Tätigkeit möchten alle, dass die Philosophie von Drupal erstmal kennenlernen oder sie müssen sie kennenlernen, um sich das Drupal-Thema zu eigen zu machen. Und deswegen haben wir auch einen großen Querschnitt an späteren Spezialisierungen, die bei uns die Kurs mitmachen. Ja. Und ich glaube, dass am Anfang für viele diese Spezialisierung noch gar nicht so klar ist. Die entsteht halt dann erst, wenn man sich ein bisschen näher mit dem System beschäftigt hat und dann auch feststellt, was einem mehr liegt oder worum das Interesse größer ist. Wie gesagt, es ist ein Kurs für Einsteiger. Wir machen einen Überblick über alle genannten Bereiche. Ja, sehr gut. Und Sam, aus eurer Erfahrung mit Anfängern, was sind die häufigsten Probleme oder Fragen, die aufkommen bei so einem Spiel? Ich bin der Meinung, dass sehr häufig die Frage nach dem Design kommt. Man hat ein Layout und die Frage ist, wie kriege ich das jetzt in das Template? Und das sagst du aber nur, weil du Designer bist. Ja. Dann werde ich diesen Themenblock behandeln. Und dann fangen wir letztendlich an mit der Begriffsklärung und landen dann schnell bei anderen Themen, wie zum Beispiel bei Modulen. Ja, bei Modulen oder wie kann ich die Navigation einbauen? Wie kann ich meine Menüs arrangieren? Wie kann ich das Aussehen einer Detailansicht ändern? Wie kann ich die Startseite verändern? Also wenn man das jahrelang macht, dann denkt man darüber nicht mehr nach, aber man erinnert sich wieder dran und das ist sehr erfrischend, welche Fragen wir alle am Anfang mal hatten. Genau diese Fragen werden wieder gestellt und es macht eigentlich Spaß, Leuten zu helfen, diese Fehler nicht nochmal zu machen, die man selber monatelang gemacht hat, bis man rausgekriegt hat, wie es richtig geht. Ja, genau. Und zum Hintergrund, wie kommt es, dass Hamburg ist? Also ihr macht das in Berlin und in Hamburg, wieso diese beiden Städte? Wir mögen Hamburg, Ronald war lange Zeit in Hamburg und wir wollen auch mal eine andere Stadt sehen und mit unserem Kurs beglücken. Und außerdem haben wir lange Zeit einfach so berufliche oder Drupal-Beziehungen nach Hamburg. Ich meine, du bist selber bei Compress, wir arbeiten ab und zu für Compress oder mit Compress
Wir mögen euch und die Stadt. Daumen hoch für Hamburg. Genau, Daumen hoch für Hamburg. Berlin grüßt Hamburg. Hallo. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit den Fragen. Und nochmal die Erinnerung, das findet am 21.10. statt, hier in unserem Räumen bei Compass. Jetzt muss ich korrigieren, das findet am 19. Ach, Mann. Am 19. findet das statt. Ich glaube, am Anfang hatte ich es richtig gesagt, aber mein Spatzengehirn hat es nicht sehr. Aber es bietet Gelegenheit, nochmal das Datum zu sagen, also der 19. Oktober. 19. Oktober, gut. Und wenn er am 21. am Montag bei uns aufläuft, dann ist es auch okay. Ja, mal so. Den gibt ihr einen Kaffee, oder? Den zu spät kommenden. Ja, ja. Gut. Ja, dann vielen Dank für das Interview. Und dann bis zum 19. Oktober. Dankeschön. Ciao. 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 Ja. Ciao.